Heute sprechen wir mit dem Politologen und Leiter des humanistischen Pressedienstes Carsten Frerk über Finanzen und Vermögen der beiden großen Kirchen in Deutschland. Anlass für uns mal nachzufragen, wie es eigentlich mit dem Vermögen der Kirchen aussieht und wie viel an staatlichen Zuwendungen an diese fließen. Mit diesem Thema beschäftigt sich seit vielen Jahren der Politologe und Leiter des humanistischen Pressedienstes Dr. Carsten Frerk. Carsten Frerk ist Autor der Bücher Violettbuch Kirchenfinanzen, wie der Staat die Kirchen finanziert und Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutschland. Über wie viel Vermögen die Kirchen in Deutschland verfügen, das haben wir ihn als erstes gefragt. Ja, wer das genau beantworten kann, der hat also eines der größten Geheimnisse sozusagen gelüftet. Denn das weiß präzise niemand so genau und es wird sogar gesagt, die Kirchen wüssten es auch nicht, weil sie mussten dann niemals Vermögensteuer bezahlen, also haben sie, so heißt es, auch ihr Vermögen nie bewerten müssen. Allerdings kenne ich eben aus der katholischen Kirche die Pfarrgemeindeordnungen, die den Pfarreien vorschreiben, dass sie ihr Vermögen erfassen, auch schätzen, wie teuer diese ganzen Sachen sind, Grundstücke, Immobilien, und das eben mit doppelter Ausfertigung, und eine geht an die Finanzkammer des Bistums. Also denke ich mal, die katholische Kirche weiß schon sehr genau, welches Vermögen sie hat. Und es setzt sich zusammen, das, was man kennt, aus eben einem Kapitalvermögen. Das ist in der Größenordnung, wie wir es jetzt mal aufgrund der Kirchenbanken und weiterer Informationen geschätzt haben, eine Größenordnung von rund 150 Milliarden Euro. Und dann kommt noch Grundbesitz, Immobilien und so weiter. Das ist nochmal eine Größenordnung von rund bestimmt 250 bis 300 Milliarden, sodass was an Vermögen im Raum der Kirchen vorhanden ist, beide Kirchen, in eine Größenordnung von durchaus 350 bis 400 Milliarden beziffern kann. Da stellt sich als nächstes die Frage, was machen die Kirchen mit ihrem Vermögen? Wird es dann für die Kernaufgaben der Kirchen verwendet, für die Seelsorge und für karitative Aufgaben? Nein, das sind sozusagen nur Rücklagen. Und die Kirchen wirtschaften nach dem Prinzip, die Ausgaben müssen durch die Einnahmen gedeckt sein. Es wird nur in Ausnahmefällen und sehr widerstrebend Vermögen eingesetzt. Dann werden lieber Kredite aufgenommen, die dann ja im Haushalt eben zurückzuzahlen sind. Das Vermögen wird normalerweise nicht angetastet. Wie schaffen es dann die Kirchen, ihre laufenden Ausgaben zu decken? Die beiden Kirchen in Deutschland haben immerhin pro Jahr eine Größenordnung von rund 9 Milliarden Einnahmen aus der Kirchensteuer und erwirtschaften selber durch Dienstleistungen, durch eben weitere Einnahmen aus Vermögen, Grundbesitz, Miet und so weiter heraus nochmal eine Größenordnung von etwa 6 Milliarden Euro, also ungefähr 15 Milliarden Euro. Das reicht schon hin, um den kirchlichen Apparat zu finanzieren. Sie haben die Kirchensteuer erwähnt. Das ist ja nicht alles, was die Kirchen an staatlichen Zuwendungen bekommen. Was gibt es denn da noch? Wenn man als Kirche das definiert, was die Kirchen selber darunter verstehen, also ihre gesamten Einrichtungen, Dienstleistungen und so weiter, ohne Caritasdiakonie, das ist ein ganz eigener Bereich, sondern zum Beispiel Erwachsenenbildung oder auch was der Kirche zugutekommt, wie im Religionsunterricht oder Kitas im Trägerschaft der Kirchen, wenn man diesen ganzen Bereich zusammenrechnet, dann finanziert die öffentliche Hand direkt und indirekt auch durch Steuererleichterungen die Kirchen pro Jahr in der Größenordnung von 19 Milliarden Euro. Also wo Kirche draufsteht, ist finanziell beileibe nicht immer Kirche drin. Sie haben jetzt kurz Caritas und Diakonie erwähnt. Da würde mich schon interessieren, wie schaut es bei diesen Wohlfahrtsverbänden aus? Wie schaut es bei den Hilfs- und Missionswerken aus? Wo bekommen die ihr Geld für ihre Arbeit? Also Caritas und Diakonie haben ein jährliches Kostenvolumen von rund 45 Milliarden Euro. Der größte Brocken darunter sind auch die Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft. Und zum Beispiel diese Krankenhäuser und auch Altenheime werden mit keinem Cent Kirchensteuer finanziert. Das ist eine komplette öffentliche Finanzierung. Sei es Sozialversicherungsträger, sei es Eigenbeiträge der Versicherten und so weiter. Und eben duale Finanzierung, die Investitionsbaumaßnahmen werden öffentlich finanziert, staatlich. Und wenn man das alles zusammenrechnet, das ist sehr kompliziert, weil es sehr unterschiedliche Finanzierungen sind, dann werden nur rund 2% der Aufwendungen von Caritas und Diakonie durch die Kirche selber finanziert. Alles andere sind andere Finanzierungen. Und im Bereich zum Beispiel jetzt des bischöflichen Missionswerks Miserior, die ja auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen, da ist es so, dass rund 60% der Einnahmen Staatsgelder sind, speziell aus dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Rund 36% sind Spenden von allen möglichen Leuten und 4% sind das, was die Kirche selber in dieses bischöfliche Hilfswerk hineingibt. Wie ist denn das entstanden oder wie kann man denn erklären, dass die Kirchen von staatlicher Seite eine solch große finanzielle Unterstützung erfahren? Also es sind sicherlich zwei verschiedene Stränge. Der eine Strang ist historisch gesehen, dass die Kirchen
eigentlich sicher gewandelt haben von den Heilskirchen, das heißt der Heilsbotschaft, die so immer weniger Menschen glauben, zur Sozialkirche. Und haben deshalb in den 60er Jahren noch unter Konrad Adenauer erreicht, dass ins Sozialgesetzbuch das sogenannte Subsidiaritätsprinzip eingetragen wird. Das heißt, sie haben sich darüber das Vorrecht gesichert, wenn ein freier Träger, und das sind eben überwiegend die Wohlfahrtsverbände der beiden Kirchen, eine Einrichtung betreiben will, eine Kita, eine Sozialstation etc., dann haben sie vor den staatlichen Einrichtungen Vorrang. Dann muss der Staat sich zurückziehen. Und haben darüber natürlich sich gut auswählen können, was sie machen, damit die Menschen sagen, oh ja, die Kirche tut ja so viel Gutes. Wie es finanziert wird, wird ja normalerweise nicht erzählt. Die andere Seite ist, dass gerade unter Sparmaßnahmen der Staat immer mehr auch aus Sozialeinrichtungen rausgeht und dann freie Träger sucht. Und da sind die Kirchen, das muss man so krass auch sagen, mit Lohndumping, schlechtere Bezahlung und so weiter, Einrichtungen, die das kostengünstiger machen können als der Staat. Vielleicht auch noch ein Wort nochmal, was wir anfangs besprochen haben, zu den Vermögen. Ja. Woher haben denn die Kirchen ihre großen Vermögen? Der größte Teil sozusagen des Vermögens sind eben Rücklagen, die aus dem normalen Wirtschaftsbetrieb, das heißt auch aus Kirchensteuern und so weiter kommen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Anzahl, was den Grundbesitz anbelangt, historischer Vermögen, die die Kirchen in den letzten Jahrhunderten im Grunde auch eingesammelt haben. Und wie das funktioniert, kann man zum Beispiel daran erläutern, dass zum Beispiel in der DDR, das heißt in den heutigen neuen Bundesländern, der Kirchengrundbesitz und Immobilienbesitz niemals angetastet worden ist. Das heißt, die Kirchen haben dort jede Bodenreform, jede Enteignungsphase, die andere Grundeigentümer betraf, schadlos überstanden. Und deshalb war es dann ja auch in dieser Vermögensverteilung, dass in der katholischen Kirche sicherlich mehr Kapitalvermögen vorhanden ist als in der evangelischen Kirche. Aber in der evangelischen Kirche ist ein weitaus höheres Grundvermögen vorhanden, aufgrund eben der Zuwächse in den neuen Bundesländern als in der katholischen Kirche. Halten Sie das für gerechtfertigt, dass einmal die Kirchen so hohe Vermögen besitzen? Und halten Sie die hohen staatlichen Zuwendungen an die Kirchen heutzutage noch für gerechtfertigt? Ja, sie sind aus mehreren Gründen nicht mehr zu rechtfertigen. Zum einen, die Kirchen haben in Deutschland keine staatstragende Rolle mehr. Wir sind eine säkulare Demokratie, die auf Menschenrechten und der Volkssouveränität beruht. Hier wird kein Ministerpräsident mehr gesalbt, gekrönt oder sonst was veranstaltet. Wir brauchen Religion nicht mehr zur Begründung unseres gesellschaftlichen Lebens und unserer Regierungsform. Das Zweite ist, der Staat hat ein umstrittenes, aber nachvollziehbares Prinzip. Öffentliche Zuschüsse bekommt nur derjenige, der mittellos ist. Und das muss man auch beweisen, dass man mittellos ist, um eben dann öffentliche Gelder zu bekommen. Und das kann man bei der Kirche nun wahrlich nicht sagen, dass die mittellos wären. Deshalb sollten sie eigentlich keinen Anspruch auf öffentliche Gelder haben. Soweit der Politologe und Leiter des humanistischen Pressedienstes Dr. Carsten Freerk.